Noch 5 Minuten Zeit. Was ist mit der Spülmaschine? Bin 5 Minuten fertig. Nicht schlimm, Lotte. Ich zeig dir mein Zimmer. Okay. Ihr habt 3 Minuten. Ich versuche in der Praxis. Läuft bei dir, würde ich sagen. Oh, ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ich glaube, Mama hat damit gar nicht mehr gerechnet. Ja. Ganz ehrlich, hättest du ruhig mal öfter reagieren können. Auf was? Auf ihre Versuche, sich mit dir zu treffen, zum Beispiel. Und ich dachte immer, ich bin die Ältere und Vernünftige von uns beiden. Ich bin eben kein Baby mehr. Nee, absolut gar nicht. Ey, sag mal, krieg ich eigentlich eine Nummer? Eine richtige Matratze. Der Dachboden ist voll. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Das ist diesmal echt lange her gewesen. Ich muss dir noch so viel erzählen. Wie? Was du nicht posten konntest? Ich will alles wissen. Jetzt! Holst du es von der Schule ab? Ja, okay. Oh, ich muss los. Tschüss. Ciao. Meine Schwester ist da. Ist dein ihr Freund? Ja. Ich dich auch, du Spinne. Ciao. Und? Kann dieser Lenny was? Ist 18, hat einen Führerschein. Nicht schlecht, Lottchen. Das wurde aber auch Zeit. Sind doch die tollen Neuigkeiten? Das nervt nicht. Wie geht's Papa? Ja, arbeitet viel. Also Lisa, wenn du willst, kannst du uns bei der Hochzeit helfen. Wir wollen für... Oh mein Gott, peinliche Spiele. Mhm. Du machst es mit dem Brautrat. Außerdem, wer hat denn gesagt, dass ich überhaupt bis zur Hochzeit bleibe? Hm? Warum bist du denn sonst da? Ich will von Tonja endlich wissen, warum sie damals unsere Familie kaputt gemacht hat. Habt ihr nie drüber gesprochen? Nee, nie. Stimmt. Ja, dann frag sie doch einfach und mach nicht so ein Drama draus. Ich meine, Tanja ist wirklich voll in Ordnung. Mit ihr kann man wirklich über alles reden. Also dich hat sie jedenfalls schon mal um den kleinen Finger gewickelt. Hat schon ein bisschen gedauert. Wie wär's, wenn wir heute alle zusammen was kochen? Das mit dem Salat machst du aber nicht zum ersten Mal, Luisa. Denkst du, bei Papa und mir gab's immer nur Fastfood, oder was? Ah, ja, es stimmt. Also, wir haben gehört, es gibt Familienzuwachs. Checken Sie mich gerade ab? Ich überprüfe die Schwesternähnlichkeit. Aha. Und? Und? Na, eine große Klappe habt ihr ja alle beide. Um das mal aufzuklären, ich bin Inge, herzlich willkommen und das ist Bernd. Bernd. Luisa. Inge und Bernd sind quasi wie die Großeltern hier. Okay? Lange Geschichte. Ja, da könnte ich Folgendes erzählen. Ja, später, Bernd. Sag mal, Luisa, Lotte hat uns erzählt, du machst ein freiwilliges soziales Jahr. Ja, im Kindergarten. Das sollten noch mehr junge Leute nach dem Abi machen. Bei uns im Krankenhaus ist es echt eine Erleichterung. Ich bin Michael, ich wohne oben. Wie viele Leute haben hier eigentlich einen Schlüssel? Na, Rosalie noch, meine Tochter. So, jetzt hast du fast alle kennengelernt. Großfamilie. Luisa, weißt du eigentlich schon, was du nach dem freiwilligen sozialen Jahr machen möchtest? Ja, also ich will Ergotherapie studieren. Sie geht nicht ans Handy. Mit hat sie es aber, hätte er sonst irgendwo im Haus geklingelt. Das ist ja nicht recht. Ich verstehe, dass Luisa Fragen hat. Wir sprechen nie über damals. Vielleicht habe ich da eine falsche Entscheidung getroffen. Schlaf gut. Gute Nacht. Nacht, Mama. Das ist fast so wie früher. Da hast du dich auch immer bei mir festgezeigt. War halt spannend bei dir. Kirschen für Luisa. Mandarinchen für Lotte. Und Zimt und Zucker für dich und Papa.
als Holger und ich, als wir uns getrennt haben, da wart ihr 10. Man versucht immer, seine Kinder irgendwie zu einer Situation, gibt's eigentlich nur Verlierer. Ich würde sehr gerne den Tag mit euch beiden verbringen. Bist du echt frei? Das hast du noch nie gemacht. Oder Wahrheit. Holger hat mich betrogen. Ja, ist klar. Und nachdem ich das rausgefunden hatte, wurde unsere Ehe kompliziert. Was soll das heißen? Ich habe versucht, ihm zu verzeihen. Das habe ich wirklich. Aber er hat es immer wieder getan. Und das habe ich einfach nicht ausgehalten. Das ist so ein Scheißdreck. Du willst Papa einfach nur schlecht reden, damit du selber besser dastehst. Nee, Luisa, das will ich nicht. Ganz sicher nicht. Ach, sorry übrigens, dass ich so anti drauf war und dass ich nicht genug Klamotten eingepackt habe. Von mir kannst du auch noch was leihen. Oh, Mama, ja? Hängt hier eigentlich irgendwo dein Hochzeitskleid rum? Ja. Tada! Das ist nicht dein Ernst. Das hattest du doch schon 1000 Mal an. Wir gehen shoppen. Sowas von.